schon Level 44, meine Güte. Was hat eigentlich Sedraking jetzt für eine Fähigkeit? Artemis hat ja seine behalten. Was hast du jetzt eigentlich? Da. Du hast Swift Swim. Ja, schon, das war die nicht ganz so tolle Fähigkeit, aber meine Güte. So, hier konnte ich ja nach unten. Ich konnte da hinten ja noch nach unten und oben. Wieder meinen Weg versperrt. Aber da sind noch einige Leute. Kannst du mir bitte aus dem Weg gehen, Kollege? Eventuell. Bitte. Dann halt nicht. Also da ist noch ein recht langer Weg. Was ist, wenn ich hier nach oben gehe? Ach, du willst auch kämpfen. Zu viele Wege. Wer hat diese Brücken überhaupt gebaut? Hallo, Kecleon. Na? Wie viel Schaden mache ich dir denn? Gar nicht mal so viel. Autsch. Da müssen wir leider die Nervtaktik gleich mal fahren. Oder kann ich es jetzt nicht mehr bepflanzen, weil es jetzt den Pflanzentyp angenommen hat? Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ich bin doch unwissend. Ich hätte es erst bepflanzen sollen. So, ich hoffe mal sehr, dass das Ding kein Flamethrower hat. Es hat Shadow Sneak. Das ist in Ordnung. Und da du jetzt ein Pflanzen-Pokémon bist, kann ich einfach Kreuzschere machen. Und solltest du da noch leben, habe ich noch eine Flugattacke. So. Dann Golem. Bitte mach einfach nichts Gemeines. Ich sagte, du sollst nichts Gemeines machen, wie mit einem KP Self-Destruct einzusetzen. Gut, dass ich ein Stahl-Pokémon bin. Raichu. Ja. Oh, ist schon niedlich. Vor allem Raichu ist immer so. Knuddel mich! Sieht zumindest voll so aus. Das war schmerzhaft. Das war auch nicht so nett. So. Ist das vielleicht zufälligerweise der Weg in irgendeine Stadt? Nein, es ist einfach eine dumme Sackgasse. Okay. Ich glaube, ich brauche noch mal ein paar Heilungen. Weil da drüben waren ja mindestens noch zwei Trainer. Nein, nicht da. Da. Heißt, einmal Tränke für Artemis, für Hermes, für Ares und für Aphrodite. Ich glaube, Thalassa hält noch durch. Kai, genau das dachte ich mir. Ich werde trotzdem mal einmal speichern in der Ecke. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Aber ganz ehrlich, wer hat denn diese Brücken gebaut? Wenn es jetzt irgendwie voll die tolle Landschaft wäre und die haben Aussichtspunkte gebaut, okay. Aber das sind scheinbar nur Brücken zur Verbindung. Und warum baut man... Die war kurz weg. Warum baut man dann Sackgassen? So, ne? So, was willst du jetzt? Hier gibt es ein seltenes Flug-Pokémon. Okay. Ich habe Staraptor, alles gut. Panzer-Aeron gibt es hier angeblich. So, da habe ich ja fast schon das richtige Pokémon vorne. Ich wollte ja nur mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Stahlflügel. Okay. Das ist nicht sonderlich viel Schaden. Okay. So ein Nahkampf? Nahkampf klingt eigentlich gut. Die Route zwischen Fuchsania und Fuchsania finde ich übrigens auch super. Hm.
Ich rufe dann einmal quasi zur Safari-Zone wieder zurück. Ja. Einmal durch den Pokémon-Zoo durch. Ich hoffe mal, dass du mir einfach nicht so viel kannst, weil du dich einfach ins Unendliche boostest. Aber okay. Okay, das reicht. Ich war mir kurz nicht sicher. So. Achso, das waren schon alle. Haben wir den schon mal. Dann war hier noch irgendwo jemand, glaube ich. Genau. Okay. Mein Vater sagt, ich wäre nutzlos, außer ich bringe einen Panzer-Eron nach Hause. Das ist voll gemein. Der trägt in seinem Kind auf, irgendwie ein Pokémon zu fangen, was super selten ist. Und ansonsten darf sie nicht wieder nach Hause kommen. Das ist richtig gemein. Aber es gibt hier sowieso sehr viele nette Charaktere. Ich erinnere an die Oma in der letzten Stadt, die nur Geld wollte. Ugh. Also den kleinen Knubbel habe ich noch akzeptiert, aber den hier möchte ich eigentlich gar nicht so akzeptieren. Außer, dass das Hypno aus dem Wald vom Anfang. Das war ja sogar nett. Und Alakazam hast du auch noch. Dann hoffen wir doch einfach mal, dass die Drachenklaue reicht, wollte ich sagen, bevor der Reflektor stand. Aber kein Ding, es reicht auch so. Dank dem Crit. Wann entwickelt sich Knagsl auf 48? Es dauert also noch ein kleines bisschen. Ja. Aber hey, Knagsl macht sich gerade gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade, ich habe echt gerade gedacht, hier wäre eine Sackgasse, weil ich den Eingang gar nicht gesehen habe, da links so. Ey, wo soll ich jetzt hin? Da! Ich habe den echt nicht gesehen direkt und dachte so, was soll ich hier? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, Route 314 ist eine Höhle. Das heißt aber, ich ging ja voll davon aus, dass die Stadt hier gesperrt ist und wir quasi auf dem Weg hierhin sind. Aber tatsächlich stimmt das gar nicht. Wir sind trotzdem unterwegs hierher. Okay. Das ist schön, dass es dir gut geht. Dann müssen wir mal unser Schutz auslaufen lassen, um zu gucken, was es hier so gibt. Das wäre ja auch mal ganz spannend. Ich laufe jetzt hier extra mal so ein bisschen herum, weil ich gerne wissen möchte, was es hier für Pokémon gibt. So. Nein. Ich will gucken. Ich glaube auch zwar hier nicht, dass es Feuer-Pokémon gibt, die ich gerne hätte, aber man kann ja sonst mal gucken. Aber scheinbar will gerade auch nichts spawnen. Oh, hier kann man eine Geheimbasis errichten. Passt schon. Na, das ist ja eine sehr innovative Höhle, wenn ich das mal so sagen darf. Aber hier scheint es auch keine... Ah, Pokémon drin zu geben, wollte ich sagen. Fampi! Du bist schon glücklich. Du darfst leben. Da ist der Ausgang. Die Höhle war natürlich ein Highlight an sich. So, Trader Town. Da ist eine Metalltür. Wir haben es geschafft. Da ist das Pokémon Center. Da hätte ich mich gar nicht mehr so doll heilen müssen, aber gut. Weiß man's. Da sitzt ein Diddlelewoop im Pokémon Center. Puh. Aber die Team Asgard-Leute haben gesagt, ich komme da nur durch. Und ich denke mal, das, was sie versperrt haben, war dann letztendlich der Weg nach Osten, auch wenn es nicht so aussah. Ich komme nur durch, wenn ich Odin platt gemacht habe. Heißt, ich kann mir ja denken, was ich hier tun darf in dieser Stadt. Everys Pokémon haben eine ernste Schwäche. Wir sind Käfer-Pokémon. Heißt das, hier ist eine Arena? Eine Käfer-Arena? Jetzt so ein Feuer-Pokémon! Das war laut! Heute bin ich halt ja am Delay. Dann wollen wir doch mal. Es steht da sogar! Diddlelewoop! Was tust du?
weiß nicht, bisschen Fanservice verbreiten. So. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Das hier prinzipiell, das kann man immerhin teuer verkaufen. Und ansonsten gucken wir mal. Steine, Dings, Beastone, Kingsrock. Nicht wirklich. Na gut. So. Bälle haben wir ja auf jeden Fall noch genug. Dann hätte ich gerne wieder ein paar Supertränke, weil ich die bekanntlich sehr gerne benutze. Dann hätte ich gerne ganz, ganz viele Hypertränke, weil ich die bekanntlich brauche. Und ein paar Beleber kann man vielleicht auch mal mitnehmen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, ich glaube, da habe ich noch ein paar. Da kann ich vielleicht auch mal welche mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. So. Dann sind wir da auf jeden Fall auch wieder ausgerüstet. Dann würde ich vorschlagen, wir können auf jeden Fall auch die Stadt erkunden. Von... Also hier ist dieses... komische Tor. Was stand da für ein Ort dran? Mount Press. Okay. Was sagst du, Schönes? Ich liebe ja diese Ja-Nein-Antworten, die keinen Sinn ergeben. Ja, auf jeden Fall. Diese Antwort ergibt keinen Sinn. Deine Frage ergibt keinen Sinn. So. Oh, du bist der Move-Relearner. Aha. Und du brauchst Herzschuppen. Aha. Aber ich habe wohl keine. Gut zu wissen. Aha. Aber er nimmt nur Herzschuppen an. Hallo, Love Disc. So, da war zu. Was scheint? Sieht zumindest nicht so groß aus, aber ich glaube, da hinten links geht es tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter. Ah, das Haus von Opi ist so langweilig. Aha. Okay. Oh, tut mir leid, Schatz. Ich gehe schon aus dem Weg. Guck mal, ich habe eins von diesen Büchern gefunden, was der Typ haben wollte in der letzten Stadt. Heißt aber automatisch, hier ist eine Arena. Es hieß nämlich, diese Bücher sind nur in Städten mit Arenen. Plus, die haben halt auch über diesen Typen gesprochen. So. Was hast du denn? Du möchtest das Pandi haben. Was willst du dafür? Irgendwas von meinen? Ja, nee. Ich glaube nicht. Was hätte ich denn gegen Käfer potenziell? Gut, Ares macht halt prinzipiell Schaden. Scherox hat natürlich immer noch den Flügelschlag, was ganz nett wäre. Charaptor sowieso. Thalassa würde halt auch ein bisschen Schaden machen. Aber ich glaube halt überwiegend Hermes natürlich. Aphrodite wohl eher nicht. Also die hat tatsächlich mal Pause. Die war bislang ja eigentlich in allen Arenen immer richtig gut, aber ich glaube hier eher nicht. Wobei... der Typ im Pokémon Center ja meinte, Käfertyp ist halt ein bisschen schwierig, weil viele Schwächen und so, aber dass der Leiter halt noch ein Ass im Ärmel hat. Da bin ich ja mal gespannt. Ich würde sagen, Käferstahl, weil das hat doch fast gar keine Schwächen. Aber wenn er einen Scherox hat, das könnte schwierig werden für mich. Da muss ich irgendwie wegsurfen oder so. Oder du findest noch ein Feuer-Pokémon. Ja, hier in der Sackgasse. Ja. Wie gut kennst du die Region der Welt? Sehr gut. Aber du hast jetzt ein Quiz für mich. Okay, Quiz-Time, Leute. Oh, jetzt geht's los. Erste Frage. In welcher Region befindet sich Pallet Town? Sinnoh, Höhen, Johto, Kanto. Was ist Pallet Town im Deutschen? Das ist Alabastia. Das ist Alabastia, hätte ich jetzt auch gesagt. Sind wir Ash from Pallet Town? Stimmt. Die englischen Namen sind, glaube ich, eher das Problem. Dann in Kanto. Correctamundo. Question 2. In welcher Region gab es Team Plasma? Nur war es Einal. Genau. Weil Galaktik war in Sinnoh und Plasma war in Einal. So, dritte Frage. In welcher Region gibt es die Turnback Cave? Was ist denn die Turn...
Ihr braucht übrigens die richtigen Antworten für uns, also für euch selber, okay, aber für uns nicht in den Chat schreiben. Die Höhle der Umkehr. Die Höhle der Umkehr. Ah, das ist die Latinas Höhle. Ah, das, da war halt das Problem, dass ich den englischen Namen einfach nicht kenne. Ding, ding, ding. Pokerwood. In Almir? Ja. Ja, ich glaube, das war auch hier. Noch zwei Fragen. Jetzt wird's schwierig. Welche Region hat Corrupted Pokémon? Krypto? Stimmt, Krypto wahrscheinlich, weil Almir, Oblivia, klar, da gibt's die Kongiga-Einheiten und so, aber ich denke mal, sie meinen Orre. Denke mal. Und die letzte Frage. Welche Region hat keine Liga, aber so eine einzelne Pre-Gym? Pre-Gym? Also Almir war ja sowieso keine Liga. Orre? Pre-Gym? Die Pre-Pokémon-Arena, ja, Ranzai ist ja aus Conquest. Aber die haben doch auch keine Arenen. Was? Das ist Holon. Das ist Holon! Ich würde jetzt auch, wenn dann Orre sagen. Weil Ranzai ist ja aus Conquest, das sind ja nur die einzelnen Länder, die man erobern kann. Almir ja auch nicht. Und was Holon ist, weiß ich noch nicht mal. Also, wenn, dann ist es Orre. Aber ja, wir haben es richtig geraten. Teilweise. Ich habe eine Fione-Karte bekommen. Holon ist die Region aus Insurgents. Wie? Was? Das gab's doch auch gar nicht. Oder? Es kann doch nicht die Region aus Insurgents sein in dem Spiel schon. Das wäre aber krass. Ah, Pokémon Trading Card Game. Ah. Die dann in Insurgents dann halt auch so hieß. Ach so, also es war wirklich die Region aus Insurgents, aber ich denke mal, hier haben sie sich wirklich aufs Trading Card Game dann bezogen. Was hast du bekommen? Eine Fione-Karte. Frag mich nicht. Achso, dich hatte ich schon. Ja, so. Opi. Man sollte es wertschätzen können, sich auch mal auszuruhen. Das mag sein. War ich hier jetzt schon drin? Nein. Pecco? Ich könnte mich einfach in den Weg stellen, aber das tut man nicht. Vielleicht sollte ich mich einfach mal hier hinstellen, nicht an die Kante. Es ist wirklich Pecco! Pecco! Oh, du bist nicht Pecco. Oh, nimm das und geh. Okay. Ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Ich weiß, wo es einen Waterfall gibt, wo ich gerade nicht hochkam vor einer Stunde. Okay. Da war ich aber schon drin. Aber wahrscheinlich muss ich die Arena machen. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, weil der Weg weiter nach Osten ist ja blockiert, dass wir jetzt erst quasi ganz in den Norden müssen. Mit Kaskade, dann Odin vermöbeln und dann erst da weiterkommen. Ah, ihr habt eine Arena. Ja, das habe ich schon gehört. Und da ist sie auch. Hallo. Ich liebe Pokémon. Ah. Dein Lieblings-Pokémon. Dein Lieblings-Pokémon sind Mamfaxo und Relaxo. Sieht sehr hungrig aus. Hallo. Aber es steht sogar. Und schläft. Okay. Dann haben wir da die Arena. Okay. Der ist sehr gesprächig. Auch okay. Und wer wohnt? Oh. Keine Ahnung, wer da noch wohnt. Wahrscheinlich der Typ, der nichts sagt. Und hier scheint es noch eine Spielhalle zu geben. Triple Triad kann man da scheinbar spielen. Was ist das denn? Okay. Also potenziell haben wir hier nur noch die Arena in der Stadt. Eigentlich. Und ich denke, danach können wir dann Kaskade einsetzen. Und das hier ist die Gamecorder? Hi. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Willkommen! Hier sind die Slot Machines. Du kannst all dein Geld hier verschwenden, um zu versuchen, mehr Geld zu machen. Oh, da kann ich Coins kaufen. Schön. Mit Arena-Musik im Hintergrund übrigens.
Und hier ist dieses Triple Triad. Gab es nicht auch in den Surgeons? Blume, dankeschön für 5 Monate Treue. Weil es kommt mir so bekannt vor, dieses Kartenspiel, was auf Final Fantasy basiert. Gab es das in den Surgeons nicht auch? Vielleicht kannst du dir ein Feuer-Pokémon kaufen. Ja. Und ich bekomme sogar ein Starter-Deck. Das war etwas schnell, aber okay. Das ist ein Feuerdeck. Mhm. Okay. Was haben wir denn da? Die Lotterie-Ecke. Ach so, da wo man eh nie gewinnt. Ja, komm. Oh, welche Überraschung. So. Da kann ich Karten dafür holen. Hier kann ich mir Coins holen. Ach da. Was haben wir denn für TMs? Huch. Ich drücke immer zu schnell, aber das war, glaube ich, Eisstrahl. Ja. Eisstrahl wahrscheinlich. Und Donnerblitz. Und Flammenwurf. Spuckball. Und ich habe keine Ahnung was. Vielleicht. Okay. Was gibt's denn hier für Pokémon? Das Übliche. Kein Feuer-Pokémon. Nee. Map, map. Was ist mit euch hier so? Alles irgendwelche Zocker. Was? Oh nein! Hilf dem armen Wanderer. Ich setze mich zu dir. Oh. Der hätte mir wenigstens mal Münzen geben können. Ach komm, so ein paar Münzen nehmen wir mal. Ach Gott, die guten alten Slot-Machines. Okay. Yay. Komm, mal dreimal. Und dann gehe ich. Yay. Was gewinne ich da die ganze Zeit? Die Kirsche. Ah, okay. Muss reichen. Was? Barfa Geoglissens. Ach so. Mhm. Das sind alles echt Süchtige. Das ist echt... Warum ist hier ein Rocket-Typ? Du kannst jemandem sagen, dass ich hier bin. Bitte, nimm das. Ach, sind wahrscheinlich alles Karten, auch die Fione-Card, um hier mit den Decks zu spielen. Okay. Und deswegen, Leute, don't do gambling. Richtig. So. Na, wie gesagt, ich denke echt, dass wir danach vermutlich dann Richtung Norden erstmal müssen. Würde ich jetzt so behaupten. Das Team ist gar nicht so schlecht aufgestellt gegen Käfer. Das hat dann auch nicht gut aufgestellt. Ja, das ist so die Sache. So. Aber ich würde sagen, die Arena machen wir am nächsten Mal. Weil ich liebe Cliffhanger. Deswegen machen wir das dann einfach im nächsten Stream in aller Ruhe. Dann können wir nämlich die Arena machen. Und dann hoffe ich mal, dass uns jemand sagt, wo wir hin müssen. Weil ansonsten würde ich, wie gesagt, einfach ganz in den Norden gehen, wo wir nicht weiterkamen. Und da erstmal gucken. Und dann hoffen, dass Team Asgard mich hier durchlässt. Weil ansonsten keine Ahnung. Aber das Spiel lässt einen ja sowieso teilweise ziemlich viel Freiraum. Nach dem Motto, du musst selber gucken, wie du weiterkommst. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber manchmal ist es auch ein bisschen knifflig. Und ich finde, wir haben heute gut was geschafft. Die Route war ja doch ziemlich, ziemlich lang. Aber wir haben gut gelevelt, wir haben Team Asgard vermöbelt und wir hatten sogar 2 Entwicklungen. Das finde ich ganz schön. Nee, ich werde nicht nachschauen, ob es Feuer-Pokémon gibt. Ich werde es ja feststellen. Wenn ich irgendwas anderes Cooles finde, nehme ich auch erstmal was anderes Cooles. Aber ich glaube, die Überraschung möchte ich mir nicht verderben. Wenn es halt keine gibt, dann gibt es halt keine. Wäre schade, aber müsste man dann auch einfach mitleben.
Aber es macht immer noch viel Spaß auf jeden Fall. Einfach so ein bisschen dieses Unbekannte, dass du nie weißt, wo du jetzt hin musst, in welcher Reihenfolge du was machst, wo schwere Kämpfe sind, was du so fangen kannst. Das finde ich eigentlich immer noch sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, für mich auch so mit der größte Reiz einfach an diesen Hacks, dass man einfach schon ein komplett neues Pokémon-Spiel irgendwie hat. Das ist schon ganz schön auf jeden Fall. So. Dann haben wir das auch. Also ich hoffe, es macht auch immer noch Spaß beim Zuschauen, aber ich gehe einfach mal davon aus, wenn es langweilig wäre, dann wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Dann würdet ihr auch am Sonntagabend wahrscheinlich etwas anders verbringen. So, du bist auch soweit? Zack, gibt dir noch ein Pika. Das Flexing Kaumalat ist super. Kriegt ihr noch ein Pika von mir, wollte ich eigentlich sagen, aber dann war ich so geblendet von Kaumalat. Das war auf jeden Fall ein schöner Stream wieder. Jetzt nicht ganz so lang, aber morgen ist ja auch wieder Montag, ne? Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Abend und einen guten Start in die Woche. Wie gesagt, morgen ist ja wieder Montag, heißt morgen wieder arbeiten, heißt den ganzen Tag zocken, wie jetzt am Wochenende, funktioniert leider nicht. Aber es ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn wieder so ein bisschen Routine reinkommt, weil wochenlang nur zocken ist, glaube ich, also den ganzen Tag nur zocken, ohne produktiv zu sein, ist vielleicht auch nicht so gut. Deswegen, ich denke, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wieder zu arbeiten. Und es muss ja auch irgendwie gemacht werden, ne? Gut. Und dann. Das nehmen wir dann gleich mal für den Abschluss. Mal kurz über meine Playlist drüber gucken. Am besten nichts, was 8 Minuten lang ist. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist passend zum heutigen Stream. Das spiele ich zwar, glaube ich, sehr oft zum Schluss, aber es ist auch ziemlich cool und es passt einfach perfekt. Gut, dann auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Stream. Tschüss! Tschüss!